Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ich habe heute meine Mutter mit am Start. Sie sitzt nicht neben mir, wir treffen uns aber gleich bei Rossmann. Vor ungefähr einem Jahr gab es schon das Video, mein Freund bekommt 50 Euro und kauft mein Make-up bei DM. Ich dachte mir, wir entwickeln uns weiter, wir legen nochmal einen Fuffi mit drauf und schicken meine Mutter in den Rossmann. Und sie soll mein Make-up aussuchen. Ich begleite sie dazu, einfach um sicherzugehen, dass sie auch an alles denkt und wir ansatzweise die richtigen Farben haben. Ich werde sie selbstverständlich aber nicht beeinflussen, welche Produkte sie kaufen soll. Eine Sache habe ich gestrichen, denn ich hatte euch neulich versprochen, dass ich das Produkt noch benutze. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und ich freue mich auch, dass ihr Lust auf ein neues Video habt. Ich hoffe, ihr hattet eine zauberhafte Woche und freut euch auf die nächsten 20 Minuten, vielleicht auch mehr, mit mir und den Fingern von meiner Mutter. Falls ihr Spaß habt, könnt ihr gerne dem Video einen Daumen nach oben lassen. Meine Mutter würde sich bestimmt darüber freuen. Und lasst ihr einen lieben Kommentar unter dem Video hier. Und ich würde vorschlagen, wir gehen los. Ich bin wieder zurück, Freunde. Ich war mit meiner Mutter bei Rossmann und das war spannend. Meine Mutter hat sich als wirklich Team Günstmaus herausgestellt. Ich habe das Ganze mal zusammengerechnet und das ist weit unter 100 Euro. Aber wir lieben eine sparsame Queen. Ich habe einige Produkte von ihr ausgesucht bekommen und ich würde vorschlagen, wir legen auch gleich los. Das erste Produkt, das habe ich selber ausgesucht, weil ich habe es endlich bekommen. Und zwar ist es von Essence, der Wannabe My Honey Luminizing Primer. Ich habe ihn zugeschickt bekommen von Essence und Catrice am nächsten Tag, am selben Tag, wo das Video sogar schon online gegangen ist. Aber da war das Video leider schon fertig. Und ich habe ihn auch schon benutzt. Und Freunde, oh Gott, gebt mir 2 Pumpstöße auf meine Hand. Das riecht so gut. Er ist sehr, sehr flüssig im Gesicht, wie so ein Gel. Und er riecht fantastisch. Ein bisschen süßlich, ein bisschen nach Honig, sehr, sehr fein. Er ist sehr gelig. Es ist wie so ein Aloe Vera Gel auf der Haut. Es zieht verhältnismäßig schnell ein und ihr seht, so ein bisschen Feuchtigkeit kriegt meine Haut auf jeden Fall. Hier sind so Gold Flakes drin. Die sehe ich jetzt persönlich selber nicht auf meiner Haut, aber ein wundervolles Produkt. Ich mag dieses Produkt sehr, sehr gerne unter Make-up. Ich habe es, wie gesagt, schon getestet und ich wollte es auch euch nochmal in diesem Video zeigen. Tolles Produkt, also auch das hat einen Test bestanden. Tolle LE, falls ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr hier einmal in der Ecke vorbeischauen. Und wir machen weiter und wir schauen mal, für welche Foundation sich meine Mutter entschieden hat. Oh, mittlere Deckkraft scheint richtig zu sein. Ehrlich gesagt war ich da ein bisschen schock, weil... Also ich war schock von mir, weil ich habe die Foundation selber noch nie getestet und das ist ein Favorite von ganz, ganz vielen. Und zwar ist es die L'Oreal Paris Perfect Match Foundation. Bin sehr gespannt. Ich mag die L'Oreal Infallible Foundation wirklich gerne. Auch da hatte sie so ein bisschen überlegt. Aber ich bin froh, dass sie sich nicht für die entschieden hat, sondern für diese hier. Ich habe sie einfach noch nie benutzt und ich weiß nicht warum. Gebe einfach ein paar Pumpstöße auf meine Mischplatte und nehme jetzt meinen Beauty Blender und verteile erstmal die halbe Seite. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Mama. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Produkte findet, weil manche davon kenne ich, manche kenne ich davon nicht. Und diese Foundation ist unter anderem eine davon, die ich halt persönlich selber noch nicht kenne. Und vielleicht könnt ihr mir eine kleine Review in die Kommentare schreiben. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Also ich baue mir hier noch so ein bisschen auf. Farbe ist perfekt, oder? Color Match 1 bis 10. Was sagt ihr? Hat so einen leichten gelblicheren Unterton. Ich glaube, wenn ich die mit der neuen Revolution Foundation, die ich übrigens immer noch sehr, sehr gerne trage, benutze. Sehr, sehr schön. Okay, wow. Tolle Foundation. Ich weiß nicht, wie sie hält, aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Sieht auf der Haut sehr, sehr schön aus. Nicht zu glowy, nicht zu matt. Könnte ich mir vorstellen, dass man die, wenn man eine trockene Haut hat, eher nicht setten muss. Bin gespannt, wie sie im Laufe des Tages sich noch ein wenig verhält. Und wir machen weiter und schauen mal, für welchen Concealer sie sich entschieden hat. Ja. Nimm den ruhig. Und das war iconic, denn sie ist straight zu dem Reduziertaufsteller gegangen und hat sich für den Manhattan Wake Up Concealer entschieden. Ich habe den schon mal benutzt. Das ist schon mehrere Jahre jetzt her. Und ich trage mir den mal auf. Der ist jetzt... Oh, okay. She's bright.
Die gibt es schon ewig, werden wahrscheinlich auch nie weggehen, weil die halt so ein gutes Standardprodukt einfach sind für das, was sie kosten. Ich lasse den Concealer so ein bisschen antrocknen. Farblich ja, natürlich, er ist jetzt etwas hell, finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich mochte den eigentlich ganz gerne, ist aber auch wirklich eine Weile her. Ich glaube, ich habe den sogar noch zu Hause. Ah ja, stimmt, okay. Also da verliert er so ein bisschen der Kraft. Ist total spannend, ne? Meine Mutter schminkt sich auch, aber sie ist einfach vom Stil her, vom Make-up her ganz anders als ich. Könnt mir gerne mal schreiben, wie es bei euren Eltern so ist. Wie sieht das da mit Make-up aus? Schminken die sich auch so aufwendig wie wir beispielsweise mit so vielen verschiedenen Produkten? Oder ist es eher so ein bisschen schlichter und klassischer wie bei meiner Mutter? Die hat wenige Produkte, vielleicht machen wir mal ein Video. Ich benutze die Produkte von meiner Mutter. Ich freue mich übrigens sehr, dass sie mitgemacht hat. Okay, also ja, die Deckkraft ist halt soft. Mir persönlich zu soft. Ich bin nicht so ein Fan von so Medium-Coverage-Concealern. Es sieht aber sehr, sehr schön unter den Augen aus. Ich habe jetzt doch nochmal ein bisschen aufgebaut und ihr schaut einfach mal, was für ein Puder sie genommen hat. Dann nehmen wir dieses hier. Es ist einmal das Rivalde Loop Mineral Powder. Ich habe das noch nie benutzt. Das ist so ein normales Döschenpuder. Es ist sehr, sehr hell. Es ist, glaube ich, transparent. Der leichte mattierende Puder verfeinert das Hautbild und perfektioniert den Teint. Ich glaube, dass man damit nicht so gut baken kann. Hindert es uns daran, es zu probieren? Ich glaube nicht. Puh, okay. She's dusty. Es ist sehr, sehr fein. Ich gehe jetzt nochmal hier unten lang und nehme wirklich nur ganz wenig Puder auf, weil meistens bei diesen losen, transparenten Pudern ist es sehr intensiv und gehe damit nur so leicht unter den Augen lang. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Wenn man so ein bisschen an der Hand abnimmt, also es ist auch sehr hell, das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Essence Puder, an das aus der Limited Edition. Sehr weiß, sehr hell, aber wenn man so ganz leicht und vorsichtig einarbeitet, ist es eigentlich ganz schön unter den Augen. Also es hat sehr stark ausgeblendet und sehr stark ausgesoftet. First Impression, ich hole euch wie immer gleich natürlich ein Stück ran. Schön. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich schaue einmal kurz. Unter den Augen bräuchte man, glaube ich, noch so eine Schicht. Ich gehe nochmal mit dem Pinsel rein. Mama hat echt einen guten Treffer gesetzt. Freunde, jetzt kommt ein Schritt, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Schaut selber mal. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es geht um ägyptische Erde, afrikanische Erde. Das ist ein Produkt, was meine Mutter auch selber benutzt. Das ist ein Bronzer. Und ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt. Ja, kommt es. Er ist sehr, sehr, sehr warm. Also, das ist ja eigentlich schon Terrakotta-Rot. Das ist fast ein Blush. Und meine Mutter gibt sich das so übers komplette Gesicht. Ich gehe jetzt hier nur ganz leicht rein. Ich glaube, es wird heute ein sehr blushy Look. Mama. Hautfarbe, Hautentzündung. Probiere das wirklich sehr präzise nur hier so ein bisschen an meine Bäckchen zu geben, weil das ist zu orange für meine Stirn. Ich hole euch mal ein Stückchen daran. Ich glaube, ihr könnt gut sehen, wie schön meine Base aussieht. Also sehr, sehr weich und sehr, sehr soft. Auch der Effekt auf meiner Haut mit diesem Terrakotta-Puder ist sehr, sehr schön. Ich würde den fast aber eher als Blush bezeichnen. Also sieht wunderschön aus auf der Haut. Ich schaue jetzt noch mal hier kurz in den Spiegel rein. Gefällt mir sehr gut auf der Haut. Auch die Farbe, aber definitiv, Freunde, untersteht euch nicht als Bronzer all over, weil dazu ist es viel zu warm. Heißt also, wir haben keinen richtigen Bronzer, aber meine Mutter hat sich noch für einen anderen Blush entschieden. Als das reicht ja noch nicht. Und da schauen wir mal. Und da hat sie sich für den Catrice Break the Rules Blush Box in der Farbe Burgundy entschieden. Im Prinzip ist das genau dieselbe Farbe wie der Bronzer. Ich gehe hier mal rein. Ich mag die Blush Boxes von Catrice sehr gerne. Ich habe bestimmt 5 oder 6 verschiedene Farben. Und seht ihr, das ist... Aber es verschwimmt eigentlich schön mit dem Bronzer, oder? Wenn ich jetzt noch mit dem Bronzer rübergehen würde, also wirklich einem kühleren Bronzer hier, dann habe ich hier ein sehr, sehr schönes Ergebnis von Blush zu diesem Übergangston dieser afrikanischen Erde
und dann zu Bronzer. Wollen wir das mal machen? Weil ich glaube, dass das Ganze dann viel, viel schöner aussieht. Aber übrigens wunderschöne Farbe, die Burgundy. Ich benutze dazu meinen liebsten Bronzer. Das ist der Charlotte Tilbury Bronzer. Und ich glaube, jetzt sieht das Ganze so ein bisschen mehr zusammen aus, weil der Übergang zwischen hier und der Stirn nicht so hoch ist. Toller Bronzer, aber auch der Blush von Catrice, den meine Mutter sich ausgesucht hat, und die afrikanische Erde, so als Übergangston, gefällt mir sehr gut. Das ist eine wunderschöne Base. Okay, ich glaube, meine Mutter übernimmt ab sofort diesen Kanal hier, weil wir machen weiter mit Highlightern. Und da war sie so ein bisschen wählerisch. Haben wir schon Highlighter? Ne, wir haben auch keinen Highlighter. Was ist denn Highlighter? Ach so. Ja, der ist leer. Blusher. Ja, dann. Oder den hier. Ich gucke mal. Der ist mir zu hell. Ich möchte diesen. Okay. Und sie hat sich für den I Love Revolution Angel Heart Triple Baked Highlighter entschieden. Das ist dieses Schätzchen hier. Das hat mehrere Farben. Ich glaube, ihr Vibe war so ein bisschen rosa heute. Wir haben hier so Highlighter und dann geht das Ganze so ein bisschen in die Glow-Richtung, Glow-Blush-Richtung. Ich nehme jetzt auch einen Highlighter-Pinsel und gehe hier vorne rein, weil ich nicht zu viel von diesem Rot haben möchte. Ganz leicht ist es mit draufgekommen. Ist aber nicht so schlimm, weil das gebe ich mich hier so ein bisschen weiter vorne auf den Blush. Und da ich hier ja auch so ein bisschen wärmer, rötlicher habe, sieht das Ganze yay. Ich glaube auch, dieses Ding wird die nächsten 200 Jahre halten. Wie viel ist denn hier drin? 10 Gramm, ja okay, Standard, aber trotzdem, wer kriegt den Highlighter leer? Gib mir gleich noch so ein bisschen auf die Nase. Also, meine Base ist sehr sonnengeküsst heute. In echt sieht sie noch ein bisschen wärmer aus als jetzt in der Kamera. Aber I'm living. Brauch ein bisschen was auf den Lippen, Freunde. Und da hat sie einen Aufsteller entdeckt. Okay, noch eins gleich, ja. Mhm. Alles klar, gönn dir. Denk dran, wir haben nur 100 Euro. Falls ihr es nicht wusstet, Asam, die komplette Kollektion, gibt es ab sofort bei Rossmann. Ihr erinnert euch ja auch an mein Video. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Sie hat sich für den Lippenstift entschieden. Ich habe hier die Farbe Almond. Das ist meine liebste Farbe. Und sie hat sich auch gleich dabei, ich zeige es euch gleich noch, sie hat sich auch für die Mascara entschieden. Das ist meine absolute... Einer meiner absoluten Lieblingsmascaren in der Drogerie. Es gibt jetzt alle Produkte von Asam dort, habe ich gesehen. Also wir haben das Magic Finish, wir haben die Mascara, wir haben diesen Blush, der ist auch sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an die Farbe hier gerade. Nur ein bisschen feuchter und die Haut sieht etwas gesünder aus. Und es gibt auch eine kleine Lidschattenpalette. Also da hat meine Mutter sich für zwei Produkte entschieden. Sehr, sehr gute Wahl, finde ich tatsächlich. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal da vorbeischauen. Falls ihr euch immer nicht so getraut habt, aus meinen Videos was zu kaufen, jetzt könnt ihr es in der Drogerie bei Rossmann finden. Ich gebe mir die Farbe Almond gleich auf die Lippen. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Eine sehr erwachsene Farbe. Meine Mutter trägt eher pinke Lippen, aber für mich hat sie dieses schöne... Achso, okay, ich liebe diesen Look, Mama. Machen wir die Augenbrauen und dann schauen wir, was für eine Lidschattenpalette sie hat. Auch bei den Augenbrauen war sie sehr Team Günstmaus. Es ist mir sehr sympathisch. Okay, es ist meine Mutter, natürlich ist sie mir sympathisch. Aber es ist mir sehr sympathisch, dass sie, Queen of Team Günstmaus, sich für die Rival de Loop Eyebrow Pomade entschieden hat. Das ist die Farbe 02 Blond. Und ich gehe jetzt mal mit so einem flachen Pinsel hier rein. Ich habe schon lange keine Augenbrauenpomaden mehr benutzt. Ich benutze ja im Moment eher selten Pomaden, weil ich eher auf diesen Natural Brow Effekt stehe. Aber ihr seht schon, also ihr könnt damit halt diese Anastasia Brows so ein bisschen machen. Ihr könnt jetzt sie natürlich noch unten sauber machen. Das mache ich nicht mehr. Falls ihr mich schon ein bisschen länger guckt, ihr wisst, wie meine Augenbrauen mal aussahen, als ich sie, ich habe immer gesagt, ausgeschnitten. Es ist schön, wenn man so einen, ja, sehr intensiven Instagram-Look hat. Ich mag aber persönlich mittlerweile und vor allem auch bei mir als Typ, mag ich eher diese etwas fluffigeren, etwas natürlicheren Brauen. Gehe hier einfach noch so ein bisschen durch. Ein wundervolles Produkt, Freunde, für wenig Geld. Wenn ihr immer gerne die Anastasia-Pomade ausprobieren wollt, spart euer Geld. Meine Mutter hat es euch gesagt, ich habe es euch gesagt. Es ist wunderbar. Ich gehe jetzt nochmal ganz leicht mit so einem Spoolie einfach durch, einfach um es ein bisschen weicher zu kriegen und zu verblenden. Und dann, Freunde, geht es weiter mit der Lidschattenpalette. Soll ich die nehmen? Und selbst da ist die Team Günstmaus und
Well, es ist rosa, es passt zu meiner Mutter. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, nicht so schlimm, ich verlinke es euch nicht, weil es war furchtbar. Das habe ich mit Danny zusammen gemacht und das war eine Katastrophe, diese Paletten. Ich habe die goldene und die schwarze getestet, jetzt habe ich auch noch die pinke und die war reduziert auf 5 Euro. 2 Euro rabattiert, was ich recht wenig finde für ein Produkt, was zu Ostern da war. Aber meine Mutter meinte, die ist ja süß. In der Palette sind ansatzweise keine Farben darin, die ich schön finde, außer dieses Mint. Ist halt so ein typischer Frühlingslook. Passt ein bisschen zu meinen Lippen, weswegen ich jetzt auch einen recht schlichten Look mache, Freunde. Ich gehe jetzt hier mit einem Pinsel in diese Farbe hier oben. Die ist aber gut pigmentiert für so eine Farbe hier in so ein Hühnerei, Osterei. Was ist das? Ein Osterhase? Ja, Trash. Ich bin kein Fan von diesen Special Limited Edition von Revolution. Ich finde, diese Form von der Palette ist einfach das Unpraktischste, was es auf der ganzen Welt gibt. Weil wenn ich verreise, dann packe ich mir doch nicht so ein Ding in die Tasche. Also ich meine, das ist ja plastisch. Das ist ja ein kompletter Hase. Als Osterdekoration nächstes Jahr, perfekt. Es wird wieder so ein monochromer Look heute. Und schaut mal, wie schön das auch zusammenpasst mit den Augen und den Lippen. Und wenn ich das jetzt hier so ein bisschen rausblende, dann verbindet sich das auch sehr, sehr schön mit meinem Blush. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen in das Helle hier oben und blende das hier oben aus. Sehr, sehr schön. Ich nehme jetzt meinen Finger, gehe in dieses Rosa hier. Auch ein recht helles Rosa. Das gebe ich mir einfach so ein bisschen auf mein Lid. Es wird ja ein sehr, sehr schlichter Look. Okay, das ist sehr hell. Ich gehe noch ein bisschen in das Lila hier. Ja, ich glaube, das ist besser. Das sieht ein bisschen aus wie eine Barbie heute. Ich nehme jetzt hier so einen kleinen Pinsel und gehe in dieses Mint. Das ist eine sehr schöne Farbe. Und das gebe ich mir hier in mein Inner Corner. Das ist schön. Ich liebe diese Barbie-Vibes. Dieses Rosa und dann so eine Icy Minty Inner Corner. Sehr übertrieben hier. Als Mascara benutzen wir meine liebste Mascara, die es ja jetzt auch bei Rossmann gibt. Und das ist die Asa Mascara. Ich liebe das Bürstchen. Schaut mal, so eine frische Mascara. Ach, ein Traum. Und ich mache nur mal eine Seite. Da versteht ihr auch, warum ich sie so hype. Sie hält halt einfach wirklich so gut. Und sie macht so wunderschöne, schwarze, lange, dicke Wimpern, sodass ich hier auch gar keine Fake Lashes mehr haben möchte. Und hier könnt ihr noch einmal das komplette Make-up sehen. Ich liebe dieses Inner Corner Make-up. Es ist ein sehr alltagstauglicher Look. Ich liebe die Lippen, ich liebe die Augen, ich liebe vor allen Dingen die Base. Ich nehme so ein bisschen was zurück, also mit dieser ägyptischen Erde, so als Übergangsfarbe zwischen Blush und Bronze. Warum ist da noch niemand drauf gekommen, dass wir eine Zwischenfarbe brauchen? Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Lasst meiner Mutter auf jeden Fall ganz viel Liebe in den Kommentaren da. Ich weiß, dass sie dieses Video gucken wird und auch... Sie liest immer Kommentare unter meinen Videos. Sie interessiert sich wahrscheinlich nicht für den Content, sondern sie ist immer dabei und liest, ob ich irgendwelche bösen Kommentare bekommen habe. Also vielen Dank an meine Mutter, vielen Dank an euch und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier wieder. Passt auf euch auf!